Okay. Wenn sie Bock dazu hat, diskutiere ich nicht. Wenn es kurz ist, ja. Kurz, aber 3 Stunden. Mit 3 ihrer Freundinnen. Und da ich der einzige Nichtraucher von allen war, war es für mich der Horror. Oh. Also, du rauchst aber auch ab und zu, also es ist nicht so schlimm. Aber ich habe schon seit 2 Monaten nicht mehr geraucht. Ja, ist doch gut. Also wirklich, ich habe auch kein Interesse dran irgendwie. Wenn man eine Taschenkamera so eine Einstellung haben, wäre es noch schöner. Ich finde Rauchen ja auch nicht cool. Das schädigt mein Leben Es sich ist selber. blöd, die Vorstellung, dass es das Working Phase. Ja, auf jeden Fall, man schädigt sich nur selber und es ist einfach Geld, was man aus dem Fenster rauswirft. Gib mir was. Ja. Ich meine, das kann man auch über was Zocken sagen, ja. Aber ich sag mal Ja. so, ich gebe mein Geld lieber zum Beispiel mal in Smite aus, als fürs Rauchen. Verlängere Befriedigung halt. Weil das in Smite ist zwar auch sinnlos, aber das habe ich länger davon. Ja, und du kannst es jederzeit wieder neu nutzen. Und Zigarette ist nach 3 Minuten weg. Genau. Dann kriegst du nie wieder und die kostet 29 Cent oder so, habe ich ausgerechnet. Also vor ein paar Jahren. Naja, so eine Schachtel kostet 10 Euro, ne? Ja. 10 Euro bei euch? What the fuck? Na, danke, ja. Also So, bei uns so. kosten die 5er. Ja, von welche Zigaretten du nimmst, ne? Ich nehme mal diese geilen. Hier diese geilen Qualitäten. Was ich So aber Big Packung. tue ist. Ja, die man selbst stopfen kann, weißt du? Weil die billiger sind. Ach so, die. Ja, dann ist ja klar, dass die irgendwas. Aber da hast du auch mehr schon, Freunde, Ja, also. klar, aber die sind auch billiger. Insgesamt gerechnet. Ja, ich finde es schlauer, die zu kaufen. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt an sich kein festes Einkommen hast und dann regelmäßig rauchst und das nicht mal deine Eltern wissen dürfen, dann kannst du ja nichts erreichen. Du schnorchst ständig Zigaretten. Oder wenn du Geld hast, so 5 Euro oder so, gehst du dir Kippen irgendwie bei einem Kumpel schnorren, der 18 ist, der kauft sie für dich. Ich komme nicht rein, alles klar. Ich habe eine Lass Möwe mal. gekillt. Ich habe ihr Kopf Lass mich mal gekillt. rein, bitte. Betreten funktioniert nämlich nicht. Okay. Und Ich muss gerade gucken, mal. Zuschauen. Wie kann ich einladen? Ich habe also diese, wo ich alles sehe, habe ich jetzt die Freunde und sowas, ja? Muss ich auf dich Rechtsklick machen oder? ich glaube, na, da ist doch so ein Ja? so ein Ich probiere mal Spiel beitreten, ganz kurz. Ach, du hast gerade eingeladen, anscheinend. Schon eins gemacht. Na gut. Ist ja egal. Und Ach, zum Spiel ja. einladen. Ja, hab, ich habe, ich vorher bin ich schon beim Starten. Jetzt bin ich nochmal beim Starten. Jetzt habe ich wahrscheinlich ein doppeltes Starten. Entschuldigung. Naja, und auf jeden Fall, wenn du halt kein festes Einkommen hast, bist du am Arsch. Weil du gibst Geld aus, was du gar nicht hast. Das Das ist stimmt. genauso wie wenn du einen Minijob Was hast oder wenn du in einem Minijob lebst und du an sich nicht viel Geld hast und trotzdem rauchst. auch ganz schlimm ist bei Jugendlichen, wenn du kein Geldeinkommen hast, aber mal lebst von Hartz IV und so ein Zeug, ne? Wenn du, Bei ich meine, Jugendlichen? nein, ich meine so generell, deine Eltern Hartz IV und so, ne? Ja. Und du hast generell wenig Geld. Und Und dann dann, rauchst du noch. das raunt ja schon scheiße in dem Moment, ja? Aber wenn du alles mit Karte zahlst, ist es noch viel schlimmer. Ja, Weil weil da du gar geht's. nicht mit viel ausgibst. Genau, es hat immer Minus. Guck mal. Ja, es wird auch so immer minus. Bei mir lebt die Taube noch, oder was ist das? Hier, hab's in der Hand. Ah, süß. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch soll ich mal sagen? Ich meine, dass du das Gesundheitliche ist ja klar, ist jetzt auch eigentlich gar nicht mal so schlimm im Vergleich zum Preis, zu den Kosten davon. Ich meine, verrecken tun wir sowieso, das ist eigentlich fast egal, ob du jetzt ein bisschen früher verreckst oder nicht. Aber was schlimmer ist halt eher, dass du, vor allem als Jugendlicher, halt wahrscheinlich Geld davon deiner Mutter und so klaust, oder deinem Vater. Oder an sich Zigaretten schon. Und dann finde ich noch schlimmer, dass die meisten Hartz-IV-Empfänger, die dann Kinder kriegen, halt immer noch rauchen und das halt ein richtig schlechtes Vorbild für die Kinder sind. Man erlauben kannst es denen, weil wenn du es verbietest, machen sie sowieso.
wenn du es ihnen erlaubst, weißt du, dann denken die gar nicht erst dran, denken halt, ja, das ist nicht so schlimm, das brauche ich gar nicht zu probieren. Das ist wirklich... Naja, aber es ist ihr Leben, da können wir nichts machen. Ja, wir machen nebenbei die Deckwerfer reden, ne? Ja. Naja. Also ich finde Rauchen also halt komplett unnötig. Ja, besser wenigstens eine Erfahrung, was du nicht nutzen kannst. Aber nee, die, das war ja nicht eine Erfahrung, die rauchen wirklich an sich einfach nur dauernd. In jeder Pause, die sie haben. Die rauchen sogar in so kurzen 3-Minuten Pause, Hauptsache. Die haben da was. Ich merke das ja auch mal auf Arbeit von den ganz jungen Leuten, weil so ein älterer Typ, der bei uns arbeitet, ne? Der geht vielleicht einmal am Tag während der Arbeitszeit kurz rauchen, ne? Was okay ist, einmal, ne? Ja. Aber wenn viel Stress ist, geht er, wenn es alles fertig ist, geht er auch nochmal kurz rauchen, ne? Ist okay. Ja. Aber so ja. Jetzt, die gerade mal so 20 sind, ja, oder drunter, so 18 bis 20, ne? Bei dir habe ich das Gefühl, die wollen jede Stunde rauchen. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich habe nicht mehr den Drang dazu, jetzt immer zu rauchen. Vielleicht bin ich ja einfach nur blöd. Ja, also blöd bist du auf jeden Fall nicht, wenn du nicht rauchen musst. Das ist ja. Aber ich mach's nicht wegen gesundheitlichen Gründe, sondern wegen Geld, weil ich das sinnlos finde. Ja. Warte. So. Will das so? Dann mach ich hier noch gleich. Bisschen drüber, oder? Echt? Schon wieder? Ja, guck mal. Das krieg ich nicht besser hin. Also. Ja, lass mal so. Wenn ich weiter vorne machen möchte, dann ist es nämlich so, dass ich nicht die Position markieren kann. Also halt, dass ich wissen muss. Wollen wir es dann lassen wir so, okay? Warte mal, kann ich. Okay, hochkommen geht. Gut. Muss ich nur gucken, dass das hier so perfekt wird. Na gut, krieg ich hin. Ich glaube, wir müssen hier noch eine kleine Wand reinbauen. Wir hätten die Wand verschieben müssen und. Naja, ich krieg das dann nicht so schön. Warte. Kai, du brauchst ja nur ein Quadrat setzen, wa? Auch aus Rechteck eher. Kannst du auch gleich bis hier rüber machen, oder? Was? Bis hier rüber, oder? Warte mal. Ist das so richtig? Ja, aber hättest du nicht rüber machen können. Jawohl, ist noch so passt. Ja, passt. Okay. So. Kann ich denn? Jetzt wollen wir den Kasten haben, ich versuche auch mal was, ne? Ist es eigentlich schlimm, dass es hier so zwei verschiedene Richtungen sind? Nee. Oder? Gut. Na, hast du schon gemacht. Ja, jetzt dachte ich mir gerade, ein bisschen im Weg. Jetzt erkenne ich mir, wo ich lang muss. Das Problem ist, das ist ein bisschen höher, kann das sein? Ah, ist nicht schlimm, oder? Ich glaube, es überleben wir. Nee, das passt schon. Wir laufen sowieso. Warte mal, wir würden uns sowieso einen Schritt nach oben machen, glaube ich. Und hier dann hier gleich die Wand hier hin und dann die nächste höher. Hier können wir einfach gleich einen Zaun hinmachen. Oder warte. Zaun? Wir können es auch so machen. Hier. Lassen wir die nächste Treppe hochgehen. Von hier. In der Hoffnung, dass es gut passt, dann können wir hier theoretisch die Tür reinsetzen für den Raum hier. Wir gucken erstmal. Und hier setzen wir dann so einen Steinzaun hin. Da war ja keine Wand hier. Warte, Holzzaun, kleinen Moment. Wir können auch lieber Holzzaun machen, sieht wirklich besser aus. Holzzäune? Warte mal, hier. Ja, setzen wir Holzzäune, geht auch klar. Okay. Aber setzen wir, wenn alles durch ist, ne? Das ist automatisch so, ja. Na dann komm. Ja, jetzt wieder mit Farben los, war. Ja. Aber erst den Boden bauen, nicht die Wände, ne? Weil er nachher ist. Ja, erst den Boden. Damit wir das Dach machen können. Also hier die zweite Etage. Warte mal ganz kurz, ich muss unser unser rechteckiges Mobil. Was heißt Rechteck eigentlich auf Englisch? Rectangle. Ja, so heißt unser Haus jetzt. Ich muss noch was essen, deswegen bin ich hier. Drüben. Kann ich eigentlich was Getrocknetes mitnehmen und es trotzdem noch essen dann? Das wäre nämlich ganz profitabel. Hab eigentlich voll Bock, in eine Höhle zu gehen wegen Snacks und so ein Zeug. Ja, lass lieber ganz kurz erstmal eine Höhle machen.
Jo, wir gehen mit dem Mobil hier, ne? Fahren wir gleich wieder über Holz. Aber wir haben ja keine Höhle mehr, oder? Noch grünen Sachen haben wir noch, ne? Zu erledigen. Ja. Oder hatten wir ein paar grüne schon abgearbeitet? Ich muss kurz das Essen wieder frisch machen. Hä? Wo ist es hin? Da ist der Hase. Also rot, also warte, rot war erledigt, ne? Ja. Was war das blaue? Blaue, das war Basis, glaube ich. Irgendwas mit Basis, glaube ich. Oder war das die Höhle zu dieser Fieder unten? Ne, ne, grün haben wir mit Höhle gemacht. Nur grün sind wir. Blau ist irgendwas ganz anderes. Ich weiß gerade nicht mehr was. Ich glaube, irgendwelche wichtigen Punkte. Ja, ja, wir hatten, glaube ich, eine Höhle anders halt markiert, weil wir dort ins Ende kommen. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wir hatten ja das, wir hatten ja das Ende gefunden. Ja. Wir brauchen ja auch die Taucherausrüstung. Was ist das denn? Ach so, ein Stückchen von Kimmys Treu. Ja, die kosten wir sowieso. Was ich auch noch nebenbei farmen will, ist, warte. Ist meine Pistole, die ich habe. Ich habe ja nur zwei Teile von 8 bisher gefarmt. Ich habe gar kein einziges. Ich habe nur Munition dafür. Ja, du kannst ja eine Waffe, eine Schusswaffe machen, die viel Schaden macht. Warte, ich mal kurz gucken, ob ich ernten kann, bevor wir weiterfahren. Ja, wusste ich doch. Dann machen wir unsere erste Haltestelle dann. Ja. Also die sind immer, also die Teile sind immer in diesen Löchern, die du aussprengen kannst. Ja. Ach so. Deswegen haben wir kein einziges. Wenn ach so, ich kann nicht mehr. Okay, warte mal. 30 sind maximal an Blaubeeren. Schade. Darf ich noch ein paar mitnehmen oder? Hast du so ein Pouch oder soll ich dir eins geben? Meinst du ganz kurz, was hab ich? Kannst. Ich geb's dir. Damit das brauchst du, um die aufzusammeln, damit sie nicht direkt ist. Wie craftet man das? Warte, das google ich ganz kurz. Das nicht google ich, ich guck hier in den Dings nach. Warte. Pouch. 2 Rabbit Skins. Ja, die muss ich dann farmen, wa? Ja, ja, ich geb's dir jetzt ganz kurz, damit du es erstmal hier farmen kannst. Ja. Hast du was gebaut? Ja, hinter dir mit den Stein. Wie sammle ich das? Einfach. Muss ich das in die Hand nehmen noch oder? Ja, ich muss in die Hand nehmen vorher. Er sieht aber, das ist Mut. Ah, jetzt. Ja, nochmal, du musst schon mal kurz weg drin davon. Sollte es funktionieren. Oh, mir ist kalt. Weil die bleiben bei mir im Inventar, ne? Ja, muss nur alle mitnehmen. Ich glaube, ich kann mach schon mal mehr Blueprints für Dingsens. Weil ich glaube, wir brauchen noch mehr Gärten als ich habe 30. Willst du wieder haben? Pff, kannst du behalten, theoretisch. Okay. Also, warum so früh immer? Oh, mir wird langsam kalt. Warum geht denn das länger? Guck mal, wie lange es hier geht. Boah, guck dir den Garten an gleich. Guck dir den Garten an. Oh Gott. Das machst du bitte nicht so. Ich hab keine Ahnung, warum ich den so lang ziehen kann. Ja komm, lass gehen. Ja, lass das mal gehen. Ich hab was fertig gebaut, ich bin ein guter. Mal die Schildkröte mache ich noch weg, dann können wir losfahren. Ah, auf den Höhen. Ich krieg zwar gleich Kälteschaden, aber haben wir noch Feuer. Hier ist Feuer. Soll ich noch ein bisschen was für Essen drauflegen? Nee, jetzt nicht. Ich hab gerade eben. Ach ja, du kennst diese Fotos, wo man so. Wir haben ja alle Fotos sogar. Die kann man aufhängen. Ich hab nur. Nein, eins von denen. Wo so ein X ist, ne? Das sind die Fotos, wo du alle Teile für die Waffe findest. Du musst die Orte einfach nur finden. Ach so. Wo haben wir das Foto denn? Die sind ganz unten. Neben dem Zeichen. Eins von. Ach so. Ich hab nur ein Foto mit dem X drauf. Ich hab 8 von 8. Hä? Wo hast denn die alle her? Gesammelt in den Höhlen. Da hätte ich ja auch so viele wie du. Das ist ja unfair.
Hallo? Ja. Boot reiten? Hallo? Da. Okay. Oh. Ja, wir drehen halt so. Ja, du drehst mal kurz. Ich geb jetzt Gas. Ja. Wollen wir noch da landen und direkt dahin laufen? Oder wir gehen jetzt noch. Lenk mal zweimal rechts ein. Wir fahren dann. Ich würde sagen, das linke Grüne. Okay, ja, also ich dann einfach absteige. Ja, ja. Das wollte ich wissen. Wie sollen wir sonst machen? Ja. Wir müssen ja nur irgendwie parken hier. Weil der Höhle, ich meine, jetzt hier im Weiß sind ja jetzt irgendwie noch Mutanten, war. Mhm. Aber das überleben wir schon, denke ich. Ja, wir müssen auch nicht einfach nur aufpassen. Die sehen sowieso meistens nicht. Hier ist schon gar nichts mehr. Oh, Stock ist hin. Das Ding war vorher aber nicht da. Ja, das bauen die immer zum Waffen zu machen. Das spawnt auch, wenn du auf Peaceful spielst. Wenn du sie provoziert hast, wenn du sie, also wenn du die AI provoziert hast, aber die kommen ja nicht. Oh, hier ist ein Baum nachgewachsen. Nicht schön. Das ist echt jetzt schon gerne fällen. Weil wenn wir schlafen, wachsen Bäume nach. Oder wenn wir lästen, eins von beiden. Immer schön Sticks farmen. Ja, ich hab Inventar voll. Ah, ich auch. Wenn du Hasen siehst, kannst du ja nebenbei jagen, wenn du möchtest. Hier unten ist ja auch eine Höhle noch, ne? Ja, markierst du es noch? Ja. Wenn es noch nicht markiert ist? Nee, wir kommen da später raus. Machen wir noch nicht, okay? Ach so. Ach, da aus dem Wasser? Ja. Yeah. Ja. Da ist auch noch eine unmarkierte direkt da neben dem Wasser. War noch ein Eingang. Das weiß ich nicht. Soll ich die markieren schnell? Wo? Warte. Auf der anderen Seite. Ist. Drüben ist ein Höhleneingang auch. Zwar ein Checkpoint, aber. Ich glaub dir, ich bin da auch nochmal, dass da einer war. Aber ich bin mir nicht sicher, waren wir das schon mal? Ich weiß nicht, sonst wäre es ja markiert eigentlich. Ist da nicht da unten noch dieses. Wie ist die. Was zum ersten. Ach, das ist nur Bären, okay. Wie heißt die junge Dame nochmal? Megan? Nein, die böse junge Dame. Also ach, noch böser. Das Monster? Ja. Oh, hier sind rote Bären. Ach, das sind Twin Berries, okay. Ich glaube, giftig. Ich glaube, das ist mich direkt hier unten. Warte, ich guck mal, ob ich höre, okay? Ich habe gerade einen Pilz gegessen. Da ist ein Hase, oh Gott. Oh, da hinten ist Mutant, Niklas. Wollen wir einfach hier runter gehen jetzt? Oder? Ja, ich komm. Okay, das war noch ganz weit weg. Dann markier das mal rot. Rot? Okay. Gott, wenn er jetzt auf mich zurennt, wenn ich am Arsch bin, gell? Aber der ist weit genug entfernt eigentlich, der ist ganz weit weg. Ja, und ist nicht alles ruhig gerade, aber eigentlich war noch ein Mutant. So, ich gehe mal kurz runter und mache meine Fackel schon mal. Ja, ich check mal die Lage. Der Mutant ist weg, ich sehe ihn nicht mehr. Also er ist nicht weg, aber ich sehe ihn nicht mehr. Da ist ein Hase, wenn wir ganz kurz. Hab ihn. Also ich hatte früher mega viel Angst vor den Höhlen. Oh. Sieht ja ganz anders aus als erwartet. Ja. Julian? Hallo? Okay. Hallo. Da bist du ja wieder. War kurz wieder weg.
Bist du auch auf dem Server, ne? Ja, ja, ich bin noch da. Du bist, ich hab den Host noch responding gerade. Okay, aber ich bin noch da. Ja, du stehst noch vor mir. Okay, da unten ist, sieht sauber aus. Ich weiß nicht, was da unten. Ich erkenne. Okay, das geht tief. Bist du runtergesprungen? Nee, nee. Sag auch nicht so. Also hier unten kannst du viel looten, aber hier unten waren wir schon mal, das kann ich dir safe sagen. Okay, wir müssen noch ein Reh erledigen. Ach, hier sind wir. Ja. Ja gut, da waren wir. Hier ist viel Munition und so, kannst du erstmal alles looten und so. Zurück. Ja. Kann ich runterspringen? Ich kann nicht wieder beleben, ist nicht schlimm. Warte mal, ich versuch's ohne Schaden zu machen. Vergiss es,